Im Jahr 1848 bohrt sich bei einer missglückten Sprengung eine gut 3 cm dicke Eisenstange in den Kopf des Eisenbahnarbeiters Phineas Gage. Gage überlebt, ändert nach dem Unfall jedoch grundlegend sein Verhalten. Für die Hirnforschung liefert er dadurch wichtige Erkenntnisse. Anfang der 90er starten die gelben Männchen auch in unseren Weiten durch. Am 13. September 1991 wird in Deutschland die erste Folge der Simpsons ausgestrahlt. Und das geschah in Österreich. Am 13. September 1999 wird Barbara Schett die Nummer 7 der Damenweltrangliste und erreicht damit nicht nur ihre eigene Bestmarke, sondern zugleich die höchste Platzierung in der Geschichte des österreichischen Damentennis. In die Top 10 hatte es zuvor überhaupt nur Barbara Paulus im November 1996 geschafft. Große Euphorie, wobei wir damals sehr gut waren im Damen-Tennis überhaupt in den 90ern. Wir haben ja gehabt die Judith Wiesner, die Babsi Paulus, die Babsi Schett, viele Erfolge bei den Grand-Slam-Turnieren. Barbara Schwarz zum Beispiel, die im Viertelfinale war von Paris. Gute Erfolge auch in Wimbledon. Und bei den Damen waren wir gut, aber die Babsi war die letzte Top-10-Spielerin von Österreich. Und das ist jetzt schon sehr, sehr lange her. Und da muss man sagen, das war schon großes Kino von der Babsi. Obwohl sie keine wirklich großen Turniere gewonnen hat und obwohl sie keine wirklichen Super-Top-Ergebnisse bei den Grand Slams gehabt hat, war sie eine extrem konstante Spielerin und hat die Karriere als Nummer 7 erlebt. Das ist eine tolle Leistung. Die 1976 in Innsbruck geborene Schett startete ihre Profikarriere im Jahr 1992 und spielte bis 2005 auf höchstem Niveau Tennis. In dieser Zeit konnte sie auf der WTA-Tour 3 Turniere im Einzel gewinnen und stand 3 weitere Male in Endspielen. Sie hat keinen ganz großen Titel gehabt, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, Madrid, wo sie mal sehr gut gespielt hat. Aber der große Titel hat ihr gefällt, um wirklich dort aber so weit vorne zu kommen, wie sie war, musste aber trotzdem konstant sein. Und diese Konstanz hat sie in den Tag gelegt natürlich. Ihren größten Erfolg bei einem Grand-Slam-Turnier feierte sie 1999 bei den US Open, wo sie sich der US-Amerikanerin Venus Williams erst im Viertelfinale mit 4:6 und 3:6 geschlagen geben musste. Noch im selben Jahr konnte sich Schett für das große Saisonfinale der Damen, die WTA Tour Championships, qualifizieren, wo sie es ebenfalls bis ins Viertelfinale schaffte. Noch größere Erfolge feierte die Tirolerin im Doppel. Mit ihren Partnerinnen konnte sie insgesamt 10 Titel gewinnen und stand bei Grand-Slam-Turnieren 3-mal im Halbfinale. Für das österreichische Fed-Cup-Team bestritt Babsi Schett 48 Spiele, von denen sie 30 für sich entscheiden konnte. Zu ihren Karriere-Highlights zählt auch die Viertelfinalteilnahme bei den Olympischen Spielen in Sydney im Jahr 2000. Im Laufe ihrer Karriere konnte Schett mehr als 3 Millionen Dollar Preisgeld gewinnen. 2005 erhielt sie schließlich das silberne Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich. Doch nach der Karriere ist vor der Karriere. Babsi startet jetzt erst so richtig durch. Sie macht es super. Sie ist die rasende Reporterin gewesen für Eurosport jahrelang. Mittlerweile hat sie ihre eigene Show mit dem Mats Wilander. Bei den US Open war sie wieder ganz groß im Zentrum. Ich glaube sogar, dass sie mittlerweile die Fans mehr kennen als Reporterin wie früher als Tennisspielerin. Ich war selber dabei in New York, wo sie beim Grand Slam Turnier bei den US Open mitten im Publikumsbereich ihren Fernsehstand haben. Und die Leute sind hinten gestanden, haben sie Autogramme geholt, haben Selfies mit ihr gemacht. Also die Babsi Schett ist auch in Amerika bekannt. Und sowieso bei den ganzen europäischen Tennisfans, weil sie wirklich mit ihrer Show, die sie bis zu 4-mal täglich aufzeichnet beim Grand Slam, sie hat zu mir gesagt, sie hat mehr Stress als Reporterin wie früher Spielerin. Sie ist auch mehr an der Anspannung, weil früher hat sie gewusst, sie hat ein Match, da geht es aus, ich muss spielen. Jetzt hat sie 3-4 Live-Shows für Eurosport zu tun, wo sie öfters nicht weiß, was passiert. Sie macht extrem viele Live-Interviews mit Federer, Serena Williams, allen den ganzen Superstars und sie macht es richtig gut und ist sehr beliebt und hat eine große Fan-Community. Barbara Schett, ob auf oder abseits des Feldes, sie macht immer eine gute Figur.